Hallo und herzlich willkommen. Diesmal vom Decksteiner Weiher, nicht vom Kölner Rhein. Ich möchte euch heute mal ein Elektroklapprad der Firma Farfreeze vorstellen. 20 Zoll, macht einen sehr guten Eindruck und ist auch noch bezahlbar für unter 1000 Euro. Einfache Komponenten mal wieder, aber zuverlässig und hoher Spaßfaktor, was ihr vielleicht auch gleich in dem Video sehen werdet, in erst ein paar Fahrszenen, die ich euch zeige. Kleiner Steigungstest. Bisschen durchs Gras fahren und natürlich werde ich euch auch nicht die Details vorenthalten, die dieses Fahrrad zu bieten hat. Die gucken wir uns jetzt mal in aller Ruhe ein bisschen genauer aus der Nähe an, damit ihr seht, womit ihr es zu tun habt. Ja, hier seht ihr das Prachtstück. Der Gepäckträger hat normalerweise ein Sitzkissen, das habe ich aber abgenommen, weil ich darin keinen Sinn gesehen habe. Weil man sowieso keinen hinten drauf transportieren kann. Lässt sich einfach abschrauben. Werdet ihr sehen auf der Amazon-Seite, dass das mit so einem Sesselbezug geliefert wird und das braucht man wirklich nicht. Das hat also wie gesagt abgenommen, da kann man einen Korb drauf machen. Wir sehen hier das Rücklicht, was auch über den Bordcomputer sich bedienen lässt, also am Hauptakku angeschlossen ist. 3 Zoll Reifen, 20 Zoll wisst ihr ja. Heckmotor, mechanische Scheibenbremse, die sehr gut zupackt, werden wir gleich sehen. Der Ständer ist ganz normaler Standard, erfüllt aber seinen Zweck. Steht sicher, selbst hier im Gras und so leicht schräger Hang. Der Akku ist super, 16 Ampere, 36 Volt, also mit hoher Reichweite. Ich denke, 60 Kilometer sind wirklich realistisch. Der Sattel ist auch bequem. Komme ich gleich auch nochmal darauf zurück. Hat eine kleine Federung und der wippt tatsächlich mit. Sehen wir gleich mal, wenn ich über das Gras fahre. Ja, ansonsten von der anderen Seite, jetzt sehen wir hier deutlich die Siebengangschaltung von Shimano. Das ist eine Shimano Tourney, eine einfache Schaltung, die aber auch wirklich zuverlässig ist. Und viel mehr braucht es auch nicht, weil man sowieso nicht so viel schalten muss bei diesem Bike. Also in Ordnung. Vorne 48er Kettenblatt, sodass die Trittfrequenz durchaus im Rahmen ist. Man hat also nicht den gefürchteten Hamsterrad-Effekt, sondern man kann ganz bequem treten. Hier sehen wir nochmal diese Federung im Sattel, was tatsächlich was bringt, was ich überhaupt nicht gedacht hätte am Anfang. Aber erfüllt auch seinen Zweck, federt echt gut. Hier kann man es auseinanderklappen oder wieder zusammenklappen an dieser Stelle. Der Lenker lässt sich auch einklappen. Hier haben wir einen Stoßdämpfer, der auch seinen Dienst tut, also wirklich vernünftig geht. Und das Vorderlicht ist auch straßenkonform. Das heißt, es hat auch einen Reflektor, gibt ein vernünftiges Licht ab, kann man auch gut gebrauchen. Die Reifen sind Shaoyang-Reifen, typische Reifen aus der Preisklasse, die komischerweise aber auch vernünftig fahren. Also immer wieder überraschend, wie die Kollegen aus China das hinkriegen. Wir haben hier einen Geschwindigkeitssensor, das heißt, er beschleunigt in der Stufe 1 bis 15 km/h, Stufe 2 bis 20 und in der Stufe 3 bis 25 km/h. Also kein Drehmomentsensor, den man auch nicht unbedingt braucht, ist Geschmackssache. Ja, hier nochmal der bequeme Sattel. Bin ich jetzt gerade mal 10 Kilometer drauf gefahren, auch völlig problemlos. Das Display völlig überschaubar, aber auch gut ablesbar, sogar in Prozentanzeige. Wir haben drei Fahrstufen, 3, 2, 1, 0. Man kann auch ohne Unterstützung fahren, was ich aber keinem empfehlen würde, weil das macht keinen Sinn. Die Klingel ist super, schön integriert im Bremsgriff und die Schaltung, wie gesagt, die Siebengang Shimano und wir haben einen kleinen Gasgriff verbaut, den man aber auch ganz einfach abbauen kann. Man kann ihn einfach vorne an dem Kabel, ich zeige es euch jetzt gleich nochmal, wenn wir rumgehen, kann man den abklemmen, den rechten Griff also abmontieren, den Gasgriff abschrauben. Hier sieht man die Steckverbindung genau. Wenn man die löst, lässt sich der ganze Gasgriff entfernen und man hat ein komplett legales Fahrrad, weil das auch nicht schneller als 25 km/h fährt. Also sind wir da ganz legal. Ja, der Akku wird mit Schlüssel betrieben. So ist er aus. Und man kann den Schlüssel dann rausziehen.
So ist er an. Und dann kann man das Fahrrad auch erst starten. Der bleibt während der Fahrt drin, der Schlüssel. Kann man jetzt gut finden oder nicht, mich stört es nicht. Ist also eigentlich noch ein Diebstahlschutz mehr, wenn man so will. Ich zeige euch jetzt nochmal genau, wie man den Akku rausnimmt. Also man geht drückt den Schlüssel nach ganz links und dann kann man ihn einfach rausziehen, dann einmal kurz drücken, dass er einrastet und dann wieder ganz nach rechts und dann ist das Bike wieder scharf, dann kann man wieder starten. Also man drückt dafür, um das zu starten, lange auf die M-Taste, ungefähr 2 Sekunden, so. Und dann ist das Display auch schon an. Und jetzt, wenn wir jetzt länger auf Plus drücken, geht das Licht an, vorne und hinten. Das wird auch im Display angezeigt, kann man hier nicht gut erkennen. Und sehen jetzt hier genau, wie schön das leuchtet, sogar auch im Hellen gut erkennbar. Wenn man die Bremse drückt, seht ihr sogar ein Bremslicht, was auch im Hellen gut zu sehen ist. Hut ab davor, finde ich schon mal nicht schlecht. So, vorne geht natürlich das Licht auch an. Selbst das sieht man hier im Hellen. Da kann man es erahnen und ja, funktioniert auch einwandfrei. Und nochmal draufdrücken lang, dann geht es aus, vorne und hinten. Ja, also eigentlich alles, was man braucht, einfach und effektiv. So, jetzt wollt ihr aber sicher wissen, wie das Ding fährt. Total entspannt. Ich habe jetzt den ersten Gang drin und fahr entspannt 15 km/h, Trittfrequenz dementsprechend natürlich niedrig. Und jetzt werde ich mal durchs Gras fahren und dann sieht man von der Seite, wie der Sattel mitwippt. Achtet mal drauf, wenn ihr jetzt guckt, da wippt es ein bisschen mit. Das ist wirklich richtig Federeffekt, hätte ich nie gedacht. Und die paar Schlaglöcher im Rasen sind auch, werden einfach so weggebügelt. Geht wirklich gut und jetzt wieder auf dem Feldweg ist es sowieso easy und entspannt. Jetzt versuchen wir mal auch eine Steigung zu finden hier in dem Gelände. Ich fahre jetzt nicht so oft hier lang, aber ich glaube, da wird gleich was kommen. Dann wollen wir mal gucken, wie der so den Berg hochfährt, wenn man das denn so nennen kann hier bei uns. Aber da habe ich doch schon was gefunden. Wow, das ist mal richtig steil. Ich hoffe, das kann man hier sehen auf dem Video. Ich fahre mal ein bisschen näher ran. Es geht echt richtig hoch gleich. Noch näher ran. Aber ich glaube, ihr könnt es schon abschätzen, dass hier an diesen Steinen, dass da richtig steil hoch geht. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf, fahre ein bisschen zurück und versuche mal da hochzukommen. So, nehme ich mal ein bisschen Anlauf, fahre jetzt noch im dritten Gang an. Jetzt gehe ich in den zweiten, habe Tempo 15 und merke, wie stark der mich unterstützt. Es gibt es doch nicht. Da komme ich easy peasy hoch, wirklich mit ganz wenig Anstrengung und nehme direkt die nächste Steigung. Die ist wirklich kleiner, aber da sieht man mal, wie stark dieser 40 Newtonmeter Motor hinten ist. Hätte ich nicht gedacht, dass der einen so schnell da hochpusht. Super. So, nach einer Steigung kommt natürlich ein Bremstest, weil man muss ja auch gut zum Stehen kommen. Ich nehme jetzt richtig an auf 25 km/h und bremse jetzt. Und man sieht, der packt sofort zu, wirklich jetzt nochmal von der anderen Seite. Unfassbar, was mechanische Bremsen da wirklich leisten können. Das Rad ist schon 300 Kilometer gefahren, also die Bremsen sind zwar eingebremst, aber das ist echt nicht schlecht so. Und nochmal, vielleicht sieht man es jetzt gut und stoppt. Zack, sofort blockieren die Bremsen, also wirklich, die machen echt einen guten Job. Hätte ich nicht gedacht für mechanische Bremsen, also absolut in Ordnung, was die da abliefern. Man muss ein bisschen drücken, aber wenig Kraft davon. Top. Ja, das war es auch schon von meinem ersten Fahreindrücken mit diesem Farfreeze F20 Klapprad. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Das kann man bei Amazon bestellen. Da hat man auch die besten Sicherheiten, wenn es nicht gefällt oder wenn irgendwas sein sollte. Aber dann kann man das da auch wieder gut zurückgeben. Der Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Guckt euch das Fahrrad mal an. Vielleicht gefällt es euch. Ihr wollt es bestellen. Also empfehlen kann ich das schon. Zum Klappen ist es vielleicht, das ist relativ schwer mit 28 Kilo, aber also für die öffentlichen, für einen Bus und mal eben reinheben ist das sicher nichts, aber ins Auto heben kann man das ohne Probleme. Es macht auch, nimmt nicht viel Platz weg. Ich würde es mir kaufen, wenn ich es brauchen würde. Im Moment brauche ich aber kein E-Klapprad.
Mein Nachbar Benny hat mir das für dieses Video zur Verfügung gestellt, so dass ich euch da ein bisschen mitnehmen konnte. Wer ein Eklabrad braucht, qualitativ ist es gut und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall hat mir das Video wieder riesig Spaß gemacht. Möchte mich auch bei meiner Tochter bedanken, die immer so schön filmt, wenn ich fahre. Es ist noch nicht so perfekt, aber ich werde mich weiterentwickeln und wünsche euch weiterhin viel Spaß und alles Gute. Und vielleicht bis demnächst. Ciao.